Moin liebe Trickser und willkommen zu dieser neuen Folge Matti reagiert. Freunde, mein Instagram-Postfach platzt aus allen Nähten. Matti, du musst unbedingt reagieren auf den maskierten Magier X bei Britain's Got Talent. Ich habe die aktuelle Staffel Britain's Got Talent überhaupt nicht verfolgt, aber das scheint richtig krankes Zeug zu sein, was er vorführt. Sonst würden mich nicht so viele darauf ansprechen. Wir labern gar nicht um den heißen Brei, wir legen direkt los. Aua, egal. Schauen wir uns doch mal seine Audition an, also sein erster Auftritt bei Britain's Got Talent 2019. Hallo. Okay, er spricht nicht. I presume we aren't going to talk. Okay, that's it, thank you. Good luck. At a time when we are defined more by our appearance than by within, my identity is not important. It doesn't matter if I am young or old, male or female, or neither. These are strange times. The world we live in is more connected than ever before. However, in many ways, as human beings, we couldn't be more disconnected. Erstmal, ich finde den Stil heftig. Das ist ein mega krasser Auftritt. Ich habe so eine ganz, ganz, ganz komische Gänsehaut gerade. Das fühlt sich irgendwie ganz komisch an, sich das anzuschauen gerade. Und auch inhaltlich finde ich das krass. Die Menschheit war noch nie so verbunden miteinander, aber doch so getrennt voneinander. Starke Message. Ich bin gespannt, worauf er oder sie hinaus will. Ich habe jetzt gesehen, scheinbar wurde die Maske gelüftet. Das sehen wir dann in der nächsten Folge, aber wir gucken jetzt erstmal den ersten Auftritt. As human beings, we couldn't be more disconnected. But with hope, we will reconnect and realize we are all the same. We are one. To demonstrate how powerful we can connect as human beings. I need two individuals who have an undeniable bond. A connection established in 1989. 30 years ago this very year. Can Ant and Death please join me on stage? Okay. Er holt zwei Zuschauer auf die Bühne. Take a seat to my right. And please sit to my left. Also, was mir direkt auffällt, das ganze Format Got Talent, da wird super viel zugeschnitten. Auftritte werden verkürzt, Leuten werden Vorgaben gemacht, sie haben nur so und so 4 Minuten Zeit und so weiter und so weiter. Dass wir hier jetzt aber so eine komplett volle Performance sehen, mit alleine 2 Minuten Einleitung, bevor die Zauberei überhaupt anfängt, obwohl es ja ein Zauberer ist, das zeigt für mich, Got Talent wird diese Person definitiv weiter pushen und definitiv in die nächsten Runden bringen wollen, ins Finale bringen wollen und darum herum das ganze Drama der Staffel machen wollen. Finde ich auch eine schlaue Entscheidung, weil das wirklich dramaturgisch sehr, sehr gut gestaltet ist. Es ist natürlich eine Reality-Sendung sozusagen. Klar ist da viel geskriptet. Es geht um das Drama, es geht darum, Zuschauer zu binden. Das ist natürlich nicht alles realistisch, was in diesen Sendungen passiert. Logisch, das muss man immer kritisch sehen. Aber ich finde, es ist eine tolle Idee, so eine Seite einer Persönlichkeit in der Magie zu präsentieren. Ich weiß nicht, das erinnert mich alles so ein bisschen an V wie Vendetta. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat. So diese ganze Thematik, alle für einen, einer für alle. Wir müssen als Menschheit wieder mehr aufeinander zugehen und so weiter und so weiter. Das gekoppelt dann noch mit dieser Maske, mit dem Thema, ich bin anonym. Es ist egal, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, ob ich alt oder jung bin. Es geht nicht um mich als Zauberer. Es geht nicht um mich als Person. Es geht um die Message dahinter. It's not about the money, it's about sending a message. So, wisst ihr, was ich meine? So, das wirkt so alles etwas, ich weiß nicht, irgendwie etwas radikal. Wir gucken mal, Freunde. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Mal gucken, was jetzt passiert. The wrong way around. Gentlemen. Can you both please close your eyes now? Close your eyes now. You must pay close attention to all sensations you may feel. If you felt a touch, please raise your right hand. Now lower your hands and once again pay close attention to all sensations. 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 If you felt a touch, raise your right hand. Huh? And now point to where
You felt that touch. Felt that touch. Oh my God. Okay. Tolle Einleitung. Wir Menschen sollten uns mehr miteinander verbinden, um einen PK-Touch einzuleiten. Tolles Intro, tolle Aufmachung. Sehr mystisch das Ganze. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Alle von euch, die sich weniger mit Zauberei auskennen und das hier gerade sehen. Hi, ich bin Matti, ich bin Zauberer. Bucht mich. Nein, was ich sagen will, diejenigen, die sich von euch weniger auskennen, bevor ihr jetzt direkt in die Kommentare geht und schreibt, das ist fake, das ist abgesprochen, die beiden spielen mit, bla bla bla. Glaubt mir, auch wenn es in dieser Sendung vielleicht so gelöst sein könnte, ist nicht auszuschließen, aber glaubt mir, das Ganze funktioniert auch ohne eingeweihte Zuschauer. Das ist eine wunderschöne Routine und es ist wirklich sehr, sehr intim. Also ich führe das gerne wirklich vor mit Eheleuten, mit Leuten, die sich ganz, ganz lange kennen, ganz, ganz eng miteinander verbunden sind. Da mache ich es gerne mit der Nasenspitze. Ich denke, viele von euch kennen die Methode dahinter. Es ist einfach wirklich ein tolles Gefühl, vor allem für uns als Performer, so einen schönen Moment den Leuten zu bescheren. Ihr könnt ja mein Video da oben in der Infokarte auschecken. Zuschauerin weint bei Zaubertrick, da erzähle ich so ein bisschen meine Motivation hinter Zauberei. Erzähle euch eine Story, die mir passiert ist, die mir einfach gezeigt hat, wie emotional ich mit Zauberei eigentlich verbunden bin und warum ich mache, was ich mache und warum vielleicht viele von euch auch machen, was sie nun mal machen als Zauberer. Es ist einfach ein schönes Gefühl für den Zuschauer. Man fühlt sich total verbunden. Es ist super intim, sehr emotional, sehr nah dran am Zuschauer und es ist ein schönes Gefühl, das als Zauberer performen zu können und diese Verantwortung und Macht zu haben, Leuten solche Emotionen bereiten zu können. Also es ist wirklich schön. This time, remember how many times you feel a touch. You feel a touch. If you felt a touch, raise your right hand. Raise your right hand. And now with your right fingers, show us how many times you felt a touch. Der Gesichtsausdruck. Die Briten. Hätte man das beim deutschen Supertalent vorgeführt, hätte man zweimal das hier gesehen. Ne? Erinnert mich direkt an Quentin Tarantino. Aber ich muss sagen, es ist leider sehr, sehr viel wichtige Information im Schnitt und in den gewählten Kameras verloren gegangen, die ich gerne gehabt hätte, die ich gerne gesehen hätte. Aber egal, gucken wir mal weiter. Your connection is incredible. For the ultimate test of connection, please take a pen each. I also have a board for you both. For this to possibly work, let your subconscious minds connect. Begin drawing now. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. When two people are truly connected, the impossible is possible. Anton Deck, you may open your eyes. Open your eyes. Your connection with each other is truly inspiration. We have just witnessed the ultimate connection. No way. An undeniable bond that was established 30 years ago in 1989. Wow. Thank you. Well done. Wow, that was freaky. Ey, ich krieg das Grinsen gerade nicht aus der Fresse, ne? Ich habe richtig Gänsehaut gerade. Also wirklich richtig Gänsehaut. Alter Schwede, das ist ja crazy. Das ist ja so gut. Boah, Leute, also es passiert ja nicht oft, dass ich als die ultra mega überlabertasche die Leute mit meinen Worten aggressiv macht, dass ich mal sprachlos bin. Also das passiert wirklich selten, aber ich bin völlig sprachlos. Boah, ich habe richtig Gänsehaut.
Das war wunderschön. Das war wirklich schön. Das war wunderschön. Ey, das hat sich wirklich auch für mich aus der Ferne als Zuschauer vom Bildschirm, das hat sich richtig intim angefühlt gerade, ne? Boah, also ich habe richtig gespürt, so diese Connection zwischen den Zweien. Das wird richtig transportiert. Das kam richtig an bei mir. Also, das habe ich gerade hier mit mir angeschaut. Wirklich. Boah, jetzt will ich wissen, was sie sagen dazu. Can we be in all the acts like that? David. Also wirklich, das war gerade ein ganz, ganz toller Ausdruck. Also ich finde es schön, mit was für einer Persönlichkeit er hier als Mentalist auf der Bühne steht. Macht euch mal Gedanken drüber. Hier wird von Anfang an gesagt, ich bin egal als Zauberer. Es geht nicht darum, wer ich bin. Deshalb gebe ich meine Identität nicht preis und spreche selbst nicht mal. Es geht mir nicht darum. Es geht mir darum, Menschen zu verbinden miteinander. Und das ist erstmal direkt in der Einleitung ein wunderschöner Gedanke, zu sagen, es geht nicht um mich hier, sondern es geht um die Magie, die ich erzeugen will. Es geht darum, einen schönen Moment für alle zu erzeugen. Einen Augenblick der Ungläubigkeit, einen Augenblick der Mystik und Magie. Und das ist hier so gut gelungen, weil der Magier sich wirklich komplett distanziert hat von der Magie. Er war wirklich nur das Medium, das auf der Bühne stand, um die Anweisungen zu geben, was passieren soll. In der Präsentation war der Magier völlig irrelevant. In der Präsentation hier, so wie es für den Zuschauer aussieht, ist der Magier hier völlig irrelevant. Und das ist das, was das so schön macht. Deshalb diese Gänsehaut, weil der gesamte Fokus vom Magier weg nur auf die zwei und auf ihre Verbindung gelenkt wird. Richtig, richtig schön. Also da nehme ich wirklich für mich eine Lektion hier mit. Magie wirkt so viel mächtiger, so viel eindrucksvoller, wenn es nicht um den Magier geht, sondern wenn es um die Magie selbst geht. Um das, was beim Zuschauer ankommt. Um die Emotionen, die erzeugt werden. Ja, Magie ist einfach nur Emotion, Freunde. Und das, finde ich, ist hier super gut gelungen. Super gut rübergekommen. Kompliment. Ich möchte jetzt das Feedback der Jury hören. David! That was the spookiest thing we've ever seen on Britain's Got Talent. Hm. Yeah. Yeah, that's it. It was one incredible bit of magic after another. I got it every time. That's it, every time. Perfect act. Well done. Weird. That moment when you touched Ant and Deck felt it, like, sent chills through me. Die zwei dahinter. I just want, I want to see more and more and more. It was wonderful. Thank you. Was ich mich frage, wenn man hier mit so einer PK-Touch-Routine in der ersten Runde auftritt und so eine Gänsehaut erzeugt, das muss der Gute steigern oder die Gute, ich weiß es jetzt noch nicht. Ich glaube, es dürfte ein Mann sein, so wie ihr mir das geschrieben hattet auf Insta. Aber ich bin echt gespannt auf die nächsten Runden. Boah, ich gucke mir gleich direkt die nächste Runde an, Freunde, und mache einen Mehrteiler hier raus. Also ich nehme direkt die ganze Serie Magier X direkt hintereinander auf, ey. Amanda. I feel like it was very eerie and very spooky, but I couldn't stop watching. Really amazing. Also die sagen hier spooky, die sagen, das wäre gruselig. Ich finde es ehrlich gesagt nicht gruselig, sondern eher mystisch. Aber rührend und intim und emotional. Es wundert mich gerade ein bisschen, dass es bei der Jury so als gruselig aufgenommen wurde. Finde ich ein bisschen komisch. Wahrscheinlich einfach das Auftreten, die Maske und so weiter. Ich fand es ehrlich gesagt nicht creepy oder spooky. Ich fand es eigentlich eher intim einfach. Extraordinary is the word, because it is ja, genau. Extraordinary. Einfach nur außergewöhnlich. Da bin ich ganz bei Simon. Possible to do what you just did, unless you have magic powers. It was actually very emotional as well, actually. Yeah. Yeah. Guck mal, der Simon, der versteht mich hier. I have to give you for what you just did your first yes. It was amazing. It's a yes from me. Can I ask the boys a second? I want to ask you, both of you. Yeah? Honestly, you knew
Nothing about that at all? Nothing. We didn't even speak backstage, because obviously he doesn't speak. Nah. I'm confused. Who did get touched? Aber er hat gerade verraten, he doesn't speak. Ah ja. Aha. You. Yeah. He didn't touch you. Yeah. Didn't well, somebody did. Well, no, they didn't. They didn't. You're like twins. Good. You must have sensed it. Well, I felt it. Yeah. You're all through. Brilliant. Well done. Boah, Leute, ohne Flachs. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr direkt wieder zu Part 2. Ich pfeife auf meinen Upload-Plan. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr zu Part 2. Ich will direkt weiter gucken. Also wir machen das so. Ich fange jetzt hier einen Satz an und morgen...